Hallo, ich bin Nele, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich habe jetzt ein Jahr lang einen Freiwilligendienst in Marseille abgeleistet. Dort war ich in einem Werk mit der Organisation Interkulturell, habe aber in einem Sozialzentrum gearbeitet und habe dort mich hauptsächlich um Jugendaustausche organisiert, um einen deutsch-französischen Austausch, sollte dort mithelfen zu organisieren, habe während der Woche selbst, also wir sind mit einer Gruppe von 9, 11 bis 13-jährigen Jugendlichen nach Berlin gefahren. Während dieser Woche habe ich dann auch übersetzt, weil wir dort eine deutsche Jugendgruppe getroffen haben und die eben untereinander sich selbstständig nicht verständigen konnten oder in Aufgabenstellung gestellt worden sind. Ansonsten habe ich mich auch ein wenig um die Internetseite gekümmert oder verschiedene andere Sachen im Zentrum, die eben je nach Veranstaltung oder je nach Programm, die eben anstehen. So, das hat sehr variiert und da war es auch ein bisschen an mir eben, dann mir die Aufgaben zu suchen. Dadurch konnte ich aber halt auch ein bisschen selbst mitentscheiden, was ich gerne machen wollte. Was bei mir besonders war, dass ich sozusagen nach Marseille gekommen bin und keine Wohnung hatte. Ich bin eben dort angekommen und habe für 2 Wochen bei einer Freundin von meiner dortigen Verantwortlichen gewohnt und habe eben in der Zeit dann mir dort vor Ort eine Wohnung gesucht. Das war sehr schwer, als ich angekommen bin. Also die ersten Wochen waren viel Stress und auch für mich vorher war es ein ganz komisches Gefühl zu wissen, ich fahre dahin, habe aber irgendwie keine richtige, also ich habe ein Bett, aber ich habe halt keine richtige Unterkunft, nicht mein eigenes Zimmer. Im Endeffekt habe ich aber unglaublich viel dabei gelernt, das hat mich unglaublich doll weitergebracht. Und ich habe eben auch meine eigene WG gefunden. Also ich kann jetzt im Nachhinein sagen, ich habe mir meine eigene WG gesucht. Ich habe mich dann super mit meiner einen Mitbewohnerin auch verstanden. Ich habe mit 2 Mädchen zusammen gewohnt, 2 Italienerinnen. Und nachdem die eine weggegangen ist, haben wir dann zu zweit beschlossen, noch eine andere Deutsche dazu zu nehmen und sind noch einmal umgezogen in eine neue Wohnung, die wir dann uns auch selbst gesucht haben, die dann halt noch schöner war. Und dann haben wir halt, genau, habe ich zu dritt mein, also waren wir zu dritt, eine Mädels-WG und ich habe da mit den beiden eigentlich meine engsten Freundinnen eben in Frankreich gefunden. Und das war auch immer ab und zu halt ganz lustig, wenn dann so meine Italienerin, habe ich Nudeln gekocht und dann stand sie neben mir und meinte, das kannst du doch nicht so machen, das musst du anders machen. Oder irgendwann hat sie mit einem Freund telefoniert und normalerweise war sie so ein ganz ruhiger Mensch und hat auch normal mit einem geredet und war nicht so das typisch aufbrausende Mentalität irgendwie, die dann mit den Händen auch spricht und so. Und in dem Moment, als so ein Kindergartenfreund da angerufen hat, ist sie auf einmal total aufgegangen und hat laut geredet und unsere ganze Wohnung zusammengebrüllt. Und wir saßen da nur so, oh, okay, sie ist doch die Italienerin, was das angeht. So, das war total witzig. Und ja, lauter solche kleine Anekdoten hat man dann irgendwie, wenn man halt mit auch Leuten aus verschiedenen Nationen zusammenlebt. Und ansonsten kann ich sagen, dass Marseille total schön ist. Also man kann super viel machen aus Marseille aus, man hat das Meer direkt vor der Tür. Das ist richtig, richtig toll, vor allen Dingen im Sommer. Also die letzten 2 Monate waren einfach irgendwie der Hammer. So, gerade ich aus Hamburg kenne eben eigentlich Regen und nochmal Regen. Das war total schön, aber Marseille ist halt auch so ein bisschen speziell, also es ist halt nicht so das typische Frankreich, sondern es wird ja auch sozusagen Tür nach Afrika oder da, wo viele Leute aus Afrika bzw. besonders aus dem Maghreb eben ankommen und dadurch ist eben eine ganz spezielle Atmosphäre irgendwie in Marseille und das ist total interessant zu erleben, die Leute sind total offen zu dir, du kannst irgendwie mit jedem, kommst du sofort ins Gespräch und machst Smalltalk und die nehmen alles irgendwie viel entspannter, als ich das so gewohnt war von mir zu Hause oder von ja, wie ich das gewohnt war. Ja, das ist total, ja, interessant zu sehen und hat mir auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht dieses Jahr. Und warst du schon vorher in Frankreich? Hattest du schon vorher so eine Erfahrung in Frankreich? Ja, also ich habe vorher schon am Brigitte-Sauzet-Programm teilgenommen und war schon 10 Wochen in Martigues, das ist auch in der Nähe von Aix, also in der Nähe von Marseille, Entschuldigung.
Deswegen kannte ich die Gegend schon so ein bisschen. Ich kannte auch Aix-en-Provence schon, das liegt halt auch in der Nähe. Das war halt auch für mich ganz schön, nochmal dahin zurückzugehen. Dann habe ich auch meine alte Austauschpartnerin von damals nochmal besucht und mich mit der nochmal getroffen. Und du meintest, dass du mit Jugendlichen gearbeitet hast. Hast du mal Lust, nochmal mit Jugendlichen zu arbeiten? Hat es dir Spaß gemacht? Es war eine Arbeit, die ich sehr unterschätzt habe. Und es hat auf jeden Fall, es war unterschiedlich. Also ich hatte zwei verschiedene Altersgruppen. Mit den etwas Älteren, die halt dann, ich glaube, 14 bis 17 waren, hatte ich Schwierigkeiten, das würde ich so schnell auch nicht wieder machen. Aber mit den 11- bis 13-Jährigen bin ich durchaus ganz gut klargekommen und ab und zu würde ich das schon wieder machen. Aber ich denke, dauerhaft habe ich jetzt während dem Jahr gemerkt, dass das auf jeden Fall nicht mein Traumberuf sein wird. Und was machst du ab September? Ich werde was ganz anderes machen und das Studium der Wirtschaftsmathe in Würzburg. Danke.